Ich versuche gerade Schlafgeräusche zu imitieren, um ein gutes Intro zu schaffen. Hallo Freunde, du kannst es, Mowgli, du bist gut, ich habe Vertrauen in dich, ich weiß schon wieder nicht, was du redest und ja, Freunde, passt auf, ihr seht schon, ich habe mir extra hier eine lange Unterhose angezogen, weil es ein bisschen fröstelt draußen, es ist ein bisschen kalt mittlerweile, die Temperaturen gefallen mir nicht mehr ganz so gut, aber ich werde mich heute mal wieder mit Xenia treffen und ich werde ihr Motorrad fahren, Moji fährt eure Bike, Xenia Edition, und dafür musste ich mich einfach gut in Schale werfen, Freunde, ich habe mir schon überlegt, ja. Die Mickey Maus Hose. Perfekt. Ich bin jetzt hier am Standort angekommen und ihr seht, Xenia ist noch nicht da. Warum müsst ihr Frauen eigentlich immer so lange brauchen und immer zu spät kommen? Das kann es doch nicht sein. Ah, sie schreibt, okay, warte, schreibt sie gerade. Da in 20 Minuten, Bruder. Die Sonne ist gleich weg. Egal, ich kann die Zeit nutzen, um schon mal zu überlegen, wie ich ins Gespräch einsteige und mal wieder Sympathiepunkte sammle. Ich habe da auch schon einen gewissen Plan. Ich werde sie jetzt einfach, wenn sie hoffentlich gleich kommen wird, anstarren und gar nichts sagen. Dann wird sie ein bisschen verwirrt sein und dann werde ich es wieder rausretten mit einem Witz. Okay, ich werde dir dann einen Witz erzählen. Und der junge Mann dachte sich wahrscheinlich auch gerade, Bruder, mit dir stimmt irgendwas nicht. Geh zu einem Arzt und such dir einfach Hilfe. Anstarren und dann Witz erzählen. Okay, ich muss jetzt einfach erstmal anstarren, das ist der Plan. Die Verunsicherung tritt ein. Hallo! Ich bin extra für dich hergekommen. Geht ein Mann zum Bäcker, okay? Sagt der Mann, du, ich hätte gern 99 Brötchen. Sagt der Bäcker, warum denn nicht gleich 100? Sagt der Mann, wer soll die denn alle essen? War so flach, ich muss mit Bein heben. Gefällt sie dir? Ja. Du bist viel zu spät. Gar nicht. Ich habe hier eine halbe Stunde auf dich gewartet. Ich bin 200 über die Autobahn gerast für dich. Wieso bist du dann so spät? Weil ich woanders wohne eigentlich. Weißt du was, ich verzeih dir. Willst du irgendwie so ein Intro machen oder so? Mal, ey Leute, was geht? Wir fahren heute, also er fährt heute mein Motorrad, es wird super cool. Hast du doch gerade gemacht. Ja, aber das muss von dir kommen. Ich kann das nicht. Sag einfach, du, ach komm, wir lassen es einfach sein. Wir führen ein bisschen Smalltalk, okay? WG? Was? WG. Achso, ich muss ein bisschen in diese neumodische Sprache. Ich versuche hip zu wirken vor den jungen Leuten, weißt du, ich meine? Ja, ich auch. Ich habe schon ein Wort von dir gelernt. Was denn? Cringe. Cringe? Das bedeutet, das hast du von mir gelernt? Ich glaube schon. Nathalie, was heißt cringe? Ja, so unangenehm. Findest du es gerade cringe? Nein, sind meine Ohren rot? Wie kommst du jetzt auf deine Ohren? Dann finde ich es cringe. Wenn sie rot sind. Lass mich doch mal gucken. Das ist doch so. Nee, also deine Ohren werden rot, wenn irgendwas cringe ist. Ja. Geht es deinem Körper irgendwie gut oder brauchst du Hilfe oder sowas? Nein, wieso? Ist das normal? Was denn? Dass die Ohren rot werden. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Warum denn, wenn die heiß? Ich glaube, du solltest zum Arzt gehen. Okay, Xenia, fahr heute dein Motorrad. Ja. Sag den Leuten, was hier vor uns steht. Yamaha R6 RJ15, Baujahr 2013. Ich bin hier noch nie gefahren, glaube ich. Echt? Mhm. Bist du nicht schon mal Nathalie gefahren? Kurz mal? Stimmt, die hat auch eine R6. Nee. Freust du dich, dass ich sie fahre? Ja. Magst du das, wenn ich immer näher an dein Gesicht rangehe? Nein. Wie viel Leistung hat das Schätzchen? Ich glaube 125. Zeig uns, was du verändert hast, Xenia. Also, was sehen wir denn hier? Das ist ja nicht serienmäßig, oder? Nee, ja, okay, es ist Carbon halt. Das ist echtes Carbon? Das ist echtes Carbon, ja. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob das echt ist. Ich habe es einfach gerade so getan, als hätte ich Ahnung von irgendwas. Okay. Also hier Kupplungshebel, neue Griffe. Das ist wahrscheinlich auch nicht serienmäßig. Was sehe ich noch? Der Sitz, das ist auch sehr, sehr crazy. Xenia R6. Ich werde gleich sehr homosexuell aussehen mit der Hose auf dem Motorrad, ja, glaube ich. Ja gut, dann würde ich sagen, dann fahre ich einfach mal. Hast du Angst? Sei ganz ehrlich. Nee.
Gar nicht? Nee. Vertraust du mir? Ja, aber wenn du sie kaputt machst, kaufst du mir eine neue einfach, ne? Mach dir keine Sorgen, okay? Ich passe gut auf dein Schätzchen auf. Die hat eine Alarmanlage drin. Und wenn du sie ausstellst und irgendwas redest und die piept auf einmal, dann kriegst du sie so nicht mehr an. Also okay. Dann müsstest du eigentlich nur einmal kurz auf den kleinen Knopf drücken, dass die Wegfahrsperre aus ist. Ah, also okay. Kannst du sie nicht starten. Okay. Quasi einmal, okay, jetzt ist sie ja nicht, aber quasi... Oh nein, hör auf. Seit wann hast du da ein Tattoo? Schon immer. Zeig mal. Das ist eine Krone. Ja. Weil du eine Prinzessin bist? Weil ich eine Eisprinzessin bin. Okay. Ey, wann machen wir eigentlich unser Ice-Date? Ja, wenn Corona jetzt vorbei ist, den Monat. Die haben wir geschlossen wieder. Ah, stimmt. Aber das steht noch. Ja. Du bringst mir Flickflex auf dem Eis bei. Ja. Also Quickshifter, ich muss nicht die Kupplung ziehen oder so. Also beim Hochschalten. Ich muss das halt schon. Ah, okay. Das wäre dann Blipper. Genau. Ich kenne mich aus im Motorradbereich. Okay, dann starte ich sie mal. Wir rollen los. Oh Gott. Nicht direkt vor ihr hinfallen, das wäre nicht so gut. Oh Gott. So, auf den Straßenverkehr, mein Visier ist schon wieder beschlagen. Ich sehe gar nichts. Es geht los, Freunde. Ich bin am Start. Okay, also. Hallo, ich sitze gerade auf einer... Oh Gott, ich habe meine Handschuhe vergessen. Nein, es ist arschkalt, es hat 8 Grad. Oh Gott, das geht gar nicht gut los. Ich habe voll vergessen, dass ich einfach die R6 von Nathalie gefahren bin. Nathalie, wenn du das siehst, das war nicht so gemeint, okay? Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, okay? Also, ich sitze hier auf einer R6 drauf. Baujahr habe ich jetzt schon wieder vergessen. Mit einer anderen Übersetzung. Ich werde euch jetzt in den nächsten 10 bis 15 Minuten meine persönliche Erfahrung, meine Meinung zu diesem Motorrad widerspiegeln. Es fühlt sich schon mal sehr gut an. Also, ich fühle mich eigentlich recht wohl. Und es sieht auch sehr, sehr fancy von hier oben aus. Hier mit so einem... Bruder, das ist Sailor Moon? Sailor Moon war meine allererste liebe Freunde. Retalk Sailor Moon, Bruder. Als es lief, ich war einmal alleine zu Hause. Meine Eltern waren noch in der Arbeit, okay? Ich habe den Fernseher gestoppt. Wir hatten so einen Fernseher, da konnte man das aktuelle Programm stoppen quasi. Und ich habe das gestoppt, als Sailor Moons Gesicht ganz groß war und habe einfach den Fernseher geküsst. Walla Habibi, eine echte Geschichte, so ist es passiert. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich euch das erzähle. Die Ampel ist grün, wir fahren los. Erste Fahreindrücke. Fährt sich schon mal besser als das Motorrad von Nathalie. Das soll wirklich gar kein Front sein und hört sich auch sehr gut an, Bruder. Wir machen gleich mal so ein bisschen Soundcheck, wenn wir irgendwo stehen bleiben. Hört sich sehr, sehr sexy an. Und ich muss auch wirklich sagen, die R6 ist allgemein ein sehr schönes Motorrad, aber ich finde vor allem für Frauen, also jetzt an Xenia zum Beispiel, sieht dieses Bike schon wirklich sehr, sehr sexy aus. R6 ist irgendwie, ist kein Frauenmotorrad, aber sie steht einer Frau sehr gut, finde ich. Oh Bruder, die ist laut. Ich weiß nicht, ob das Ganze so legal ist. Die ist sehr, sehr laut. Also die ist fast so laut wie meine Gixxer. Meine Gixxer ist schon wirklich gut laut, Bruder. Erster Fahreindruck, fühlt sich alles sehr, sehr leicht an. Also das Bike wirkt überhaupt nicht schwer. Sehr ähnlich eigentlich wie meine Gixxer. Und ich habe es im letzten Video bei Nathalie auch schon gesagt. Dieses Motorrad ist eigentlich sehr ähnlich zu meiner Gixxer, zu der Suzuki. Aber man sitzt doch ein bisschen sportlicher drauf. Also für die Stadt ist mein Motorrad auf jeden Fall bequemer, Bruder. So, ich lasse mich ein bisschen zurück. Fallen. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Wir sind jetzt im... Hat das Ding überhaupt eine Ganganzeige? Ich sehe gar nichts, Bruder. Hier steht kein Gang. Jetzt sind wir im ersten. Ich gebe ein bisschen Gas. Oh, Bruder, die hört sich wunderschön an. Und die geht auch echt sehr gut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an der Übersetzung liegt oder ob die einfach so wirklich gut geht. Aber... Untenrum geht die sehr gut. Die geht untenrum bestimmt sogar besser als meine. Sehr schönes Bike. Gefällt mir wirklich ausgesprochen gut bis jetzt, Freunde. Komm, ich würde sagen, ich bleibe auf jeden Fall gleich mal irgendwo stehen an der Seite und wir machen einen kleinen Soundcheck. Vielleicht auch mal wieder Abgase stüffeln. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich lasse sie am besten an. Also ich mache die nicht aus. Ich hab keine Ahnung, was der mit Alarmanlage genau gemeint hat. Ist ja auch egal. Wir lassen das Motorrad an und ich werde ein bisschen Gas geben, okay? Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Also ich muss wirklich sagen, die ist leiser als die Gixxer, aber das Soundbild, also der Klang vom Motorrad, gefällt mir wirklich sehr gut, Bruder. Nochmal ein bisschen Gas. Bisschen Abgase. Bruder. Oh, ich glaube, so nah war ich noch nie an der Rauchvergiftung. Ey, Digga, ich muss wirklich mal aufhören mit dem Scheiß. No joke. Das ist echt nicht lustig. Mach das auch bitte nicht nach. Frag mich nicht, wie ich auf die Scheiße überhaupt komme. Sound wirklich 10 von 10, muss ich ehrlich sagen. Jetzt die Optik vom Motorrad, okay? Das ist eine neuere als die von Nathalie. Also die sieht, glaube ich, anders aus. Und ich
Bruder, ich bin einer der schönsten Motorräder, wenn nicht sogar schöner als die Jixa. Also es fällt mir wirklich schwer, das zu sagen, aber die Form, die ist so aggressiv. Guck dich mal das Heck an, Bruder. Das ist wie so ein Pfeil nach hinten. Hier schön viele, krass viele Ecken und Kanten. Also hier ist so eine Kante, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, weil es nicht mehr so hell ist. Die hat halt extrem viel Kanten und die Kanten lassen das Bike einfach aggressiv wirken. Die Front ist Geschmackssache. Manche sagen, sieht ein bisschen aus wie so ein Insekt. Ich finde die Front aber sehr schön. Das mit den Spiegeln gefällt mir auch sehr gut, dass die Spiegel nicht mehr hier an der Seite sind, dass sie halt an den Lenker sind. Also wenn nicht einer der schönsten Frauenmotorräder, die es so gibt in Deutschland. Also ich kenne zumindest kein anderes Motorrad von einer Frau, also so ein Frauenbike, was schöner ist als dieses Motorrad. Also so muss man einfach mal sagen, ein sehr, sehr schönes Bike. Wir schwingen uns wieder drauf auf das Schätzchen und fahren weiter und ich werde euch noch ein bisschen meine Eindrücke vermitteln, okay? Bruder, wer zum Fick hupt mich hier an? Was soll der Scheiß? Okay, es geht weiter, Freunde. Ich frage mal kurz den Minion, wie er mein Motorrad findet, okay? Ich drehe gerade ein YouTube-Video. Ist okay, dass du drin bist? Ich wollte dich nur fragen, wie findest du mein Motorrad? Finde ich gut. Findest du gut? Ja, sieht gut aus. Ja. Findest du die Farbe passt zu mir? Ja, eigentlich schon. Laber doch keinen Scheiß. Das ist von der Frau. Aber sieht cool aus, oder? Ja, sieht gut aus, aber es passt nicht zu dir. Passt nicht zu mir, ja. Obwohl, aber mit der Mickey Mouse Hose. Von Gucci? Die ist von Gucci, ja. Ist original? Ist original, ja. So. Oh Gott, das lässt sich nicht mehr starten. Das ist das, was sie gesagt hat. Oh nein, Digga, wie blöd bin ich eigentlich? Warum mache ich das Bike aus? Irgendein Knopf. Jetzt? Ja, okay, ich habe es geschafft. Ich habe hier sogar zugehört, Freunde. Bam, seht ihr, wenn du das siehst, ich bin ein Mann, der Frauen versteht und auch zuhört. Also, erster Gang, es geht weiter. So, ich habe es geschafft. Ich lebe noch. Ich bin auf der Landstraße. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe es überlebt. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Meine Hände sind bloß sehr kalt. Mama. Kannst du bitte meine Hände wärmen? Das war's jetzt. Diese. Ach, egal, guck ich scheiß drauf. Ich bin mit dem Motorrad gefahren, es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Der Sound ist gut. Findest du? Ist der legal? Ja. Echt? Leise. Ja, der ist, also, die ist auf jeden Fall leiser als meine, aber ich finde die Klangart sehr schön. Schön, ne? Ja. Die ist wirklich sehr, sehr schön, ja. Wollen wir noch ein bisschen Smalltalk führen? Na. Öfter hier? Ja. Ich muss dir auch einfach mal sagen, Xenia, du bist einfach ein guter Mensch. Du, ich sehe an deinem Blick, du willst das Outro machen. Los. Ich habe doch keine Ahnung, wie man sowas macht. Versuch's. Freestyle. Sagt Leute, danke fürs Zuschauen. Abonniert, liked, kommentiert, das sagen die YouTuber. Okay, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat mein Motorrad gefallen. Du machst like, das sehr gut. Kommentiert und abonniert. Okay. Also, ich danke dir, dass du mir vertraut hast, um dein Motorrad zu fahren. Ja. Wir sehen uns wieder auf dem Eis, okay? Ja. Auf der Eisfläche. Date. Bis zum nächsten Video, Xenia. Leute. Kannst du meine Hand loslassen? You're my eyes so cold, my wrist so frozen, it's all real.